Hallihallo, willkommen zurück zu einem neuen Video. Diesmal möchte ich nochmal die Seashell-Technik gießen. Und zwar habe ich mir hier die runde Form von resinkurses.com ausgesucht. Und ich werde die Farben Woodruff, Peacock und Wisteria von Octopus verwenden. Als meine dunkle Kontrastfarbe verwende ich dann das Shadow von Octopus. Und ich fange auch direkt an zu gießen. Hier habe ich meine erste Farbe, das ist das Wisteria. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das ist ein schöner Violettton. Mir fällt gerade auf, wo ich das deutsche Voice-Over mache. Im englischen Video habe ich gesagt, für das Grün habe ich das Evergreen verwendet. Es ist das Woodruff. Also das muss ich dann nachher auch noch im Kommentar irgendwie korrigieren. Das passiert beim Voice-Over. Naja. So, meine zweite Farbe jetzt. Ich nehme hier das Peacock. Richtig schöner Blauton. Und den gebe ich jetzt auch wieder am Rande der Form entlang. Also ich gieße bei dieser Technik immer nur von einer kleinen Stelle aus. Die Form von Resinkurses, die bieten das an, weil sie haben immer irgendwo eine Stelle, wo man wirklich schön hineingießen kann und dann wirklich die Farben schön ineinander reinlaufen lassen können. Das Harz, was ich übrigens verwende, ist das Ultracast Harz. Und wenn ich diesen Guss mache, dann lasse ich das immer so eine Viertelstunde, 20 Minuten stehen. So, jetzt kommt das Woodruff. Das gieße ich jetzt als nächstes in meine Form hinein. Auch wieder richtig schön von der Seite und lass wirklich das Harz schön reinfließen. Ich bin diesmal auch gespannt, ob ich verschiedene Farbschattierungen erziele oder ob sich das Ganze alles miteinander verblendet. Also ich habe da noch keine Idee, ich habe einfach gedacht, probiere einfach mal aus. So, und jetzt habe ich hier das Shadow. Das ist ja dieser richtig schöne dunkle lila Ton, fast in Schwarz gehende. Und ich nehme immer ganz gerne andere Töne als Schwarz, als Kontrastfarbe, weil ich finde immer das Schwarze, das gibt so ein bisschen so eine schmutzige Optik. Aber es ist natürlich Geschmackssache. Ne? Ich habe für mich halt herausgefunden, dass wenn ich dunklere Farben als Kontrast gieße, außer Schwarz, dass ich da richtig schöne Ergebnisse mit erzielen kann. Aber wie gesagt, es ist jedem selbst überlassen. So, und jetzt kommt meine nächste Farbe und das ist so ein bisschen der Unterschied zu dem, was ich sonst so gemacht habe. Ich habe in meinem Weiß ein bisschen Metallpuder reingemischt in Gold. Also das Weiß, das sind die Pigment Drops von Etta Art. Und ja, ich habe dann dementsprechend auch ein bisschen Gold in mein Weiß gemischt, deswegen sieht das auch so ein bisschen schmutzig aus, das Weiß, und gebe das jetzt auch in die Form hinein. Ich bin echt mal gespannt, also was das für ein Effekt oder was das mit der Farbe dann noch macht. Ich habe gedacht, probiere das einfach mal aus. Und nachdem ich das Gold dann reingegossen habe, nehme ich dann mein restliches klares Harz. Da habe ich auch noch einen kleinen Hauch von dem metallischen Puder, von dem Gold, in mein Harz gemischt. Deswegen sieht das auch so gelblich aus. Also wirklich nur einen ganz kleinen Hauch. Und damit fülle ich praktisch meine Form auf. Da müsst ihr immer vorsichtig sein. Also ich habe diesmal auch meine Form überfüllt. Da seht ihr hinterher beim Entformen, dass da so ein kleiner Rand ist. Das passiert so schnell bei diesen Techniken. Also da immer vorsichtig sein, dass ihr da nicht zu viel Schwung nimmt und das Ganze auffüllt. Mir ist es jetzt da so ein bisschen passiert, aber es ist Gott sei Dank nicht viel passiert und ich konnte alles gut dann hinterher praktisch lösen wieder, sodass die Form wirklich so ist, wie sie sein sollte. So, das ist jetzt mein klares Harz in der Form drin. Und dann nehme ich mir so Glasglitter, also erstmal nochmal mit dem Sturmfeuerzeug drüber.
Und dann nehme ich mir Glasglitter Gold Fusion von Laura's Art Corner und gebe das praktisch da in diese Öffnung, wo ich halt meine Farben hineingegossen habe und zum Schluss das Klare. Das gebe ich halt da in diese kleine Öffnung hinein, verteile mir das gut und ja, dann gehe ich später nochmal mit dem Sturmfeuerzeug drüber und dann lasse ich wirklich das Harz arbeiten. So, und da ist das Sturmfeuerzeug und ja, seid hier bitte immer vorsichtig, dass ihr euch das Harz und die Form nicht verbrennt. Und dann kann ich euch jetzt gleich auch mit runternehmen. Das ist dann so eine halbe Stunde später. Das Harz hat gearbeitet. Da sind übrigens auch so die ganzen Farben, die ich verwandelt habe. Und das Gold, das ist so ein bisschen auf der Oberfläche, diese metallischen Pigmente von dem Gold. Ich bin echt gespannt. Also man sieht, dass sich irgendwas getan hat, aber was sich dann so letztendlich auf der Unterseite tut, das sieht man erst beim Entformen. Also ich bin guter Hoffnung, aber einfach mal abwarten. So, das ist der nächste Tag, das sind 24 Stunden später. Ich kann entformen und ich bin wirklich mega aufgeregt. Und schaut einfach mal. Schon Wahnsinn, die Farben haben sich total verblendet. Also von dem Blau und dem Grün sieht man nichts. Es ist hauptsächlich lila. Aber ich finde es gar nicht so schlimm. Das Ganze hat auch so ein bisschen so einen goldenen Touch. Das sieht man nur leider nicht so jetzt in der Kamera, aber wenn man das wirklich sieht, dann hat es so, so einen leichten goldenen Schien noch. Mir gefällt das sehr gut. Also ich war erst ein bisschen enttäuscht, dass man die einzelnen Farben nicht mehr gesehen hat. Aber dann habe ich mir gedacht, die Farbe ist so toll rausgekommen. Und auch die, ja, praktisch diese Effekte, dieser Crackle-Effekt. Und es sieht wieder aus wie ein kleiner Baum. Ja, und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich konnte euch ein paar Inspirationen geben und wir sehen uns hoffentlich zum nächsten Video wieder. Passt auf euch auf, eure Petra. Tschüss.